Dann ein anderes Mal. Das ist keine gute Idee, mein Herr. Drecksäcke! Meisterhaft. Oh. Was für ein Athlet. Ich bin auch Wachmann für schöne Unterkleider voller Raffinesse. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Verdient hätte einen langsamen und qualvollen. Wo sind die Wachen? Hast du zu lange in der Sonne gesessen? Erinnert das Volk daran, alle Tiere während der Zeremonien gut festzuhalten. Er war sehr. Gibt es Neues von dem Verräter Vali? Habt ihr ihn gefunden? Er fand uns, Mentor. Zwei unserer Brüder wurden heute aus diesem Unterschlupf entführt. Nun fordert Vali, dass wir unseren Besitz den Templern übergeben. Nein, wir verhandeln nicht mit Männern, die Geiseln als Druckmittel einsetzen. Wir spüren sie auf und eliminieren sie. Dann sollten wir uns aufteilen und Galata absuchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Artenschützen. Ich bin wirklich unschuldig. Möge eure verkommene Seele direkt in die Hölle fahren. Ich hab keine. Mann. Woher kenne ich den bloß? An wen erinnert der mich? Den nur? Fluchtweg abschneiden! Hat Vali euch das angetan? Mentor, vergebt mir. Ihr seid in eine Falle getappt. Er fing mich, um die Assassinen vom Hauptquartier wegzulocken. Und nun ist er auf dem Weg dorthin.
Teufel, um den muss ich mich mal kümmern. Was macht ihr? Ihr seid ein pfiffiger Soldat, Ezio, aber ihr allein reicht nicht, um die Stadt zu retten. Ich folge euch über die Dächer. Einst war mir unser Credo so wichtig wie die Luft zum Atmen. Aber als die Türken in die Walachei einmarschierten und der Assassine nichts unternahm, wie konnte ich da noch an euch glauben? Wenn eine Philosophie einem Mann verbietet, sein Volk, sein Land und seine Familie zu schützen, wofür in aller Welt ist sie dann gut? Friede sei mit euch. Claudia, ich bin nun im Besitz eines der Masyaf-Schlüssel. Und besser noch, ich habe eine Karte entdeckt, mit Zeichen und Symbolen kodiert, von der ich glaube, dass sie mich zu den übrigen Schlüsseln führen wird. Ihre volle Bedeutung ist mir ein Rätsel. Jedoch hatte ich das Glück, eine Venezianerin zu treffen, die mir bei der Entschlüsselung helfen wird. Doch ich sollte meinen Erfolg nicht überbewerten. Die Templer haben immer noch einen der Schlüssel, den ich ihnen abnehmen muss. Womöglich brauche ich mehr Hilfe, als die Assassinen mir gewähren können. Wenn ich nur einen Freund am osmanischen Hof hätte, das würde mir den Zugang zu den Geheimnissen der Stadt enorm erleichtern. Welch schöne Überraschung, Ezio. Es gibt viel zu erzählen. Morgen um die Zeit könnte ich schon tot sein. Besteht diese Gefahr denn? Wir hörten, dass die Byzantiner einen Einbruch in den Topkapi-Palast planen. Nun, da Prinz Süleyman zurück ist von seiner Hatsch. Wenn sie zuschlagen, dann heute Nacht bei der Kulturausstellung, die der Prinz veranstaltet. Wie lautet der Plan? Kardeşim, das ist nicht euer Kampf. Verstrickt euch nicht auch noch in osmanische Angelegenheiten. Die Byzantiner fanden einen Schlüssel unter Topkapi und ich möchte wissen, wie. Ezio, wir beschützen unseren Şehzadeh. Wir verhören ihn doch nicht. Vertraut mir, Yusuf. Sagt mir nur, wohin ich gehen soll. Topkapis Haupttor. Wir wollen uns als Künstler verkleiden und einfach reingehen. Ich suche mir eine Verkleidung und treffe euch dort. Thank you.
Barden aus Italien? Nun, das kann ja heiter werden. Heldenglück erhalt, o Herr, und spielt er erst sein Blatt. Er Böses mit der Wurzel zieht und Wachen setzt Schachmatt. Dies Heldenglück erhalt, o Herr, und spielt er erst sein Blatt. Er Böses mit der Wurzel zieht und Wachen setzt Schachmatt. Ich sehe lächerlich aus. Ich fühle mich lächerlich. Meine Klinge wäre zu auffällig in diesem Aufzug. Habt ihr Waffen? Messelle de Ile. Ihr markiert Ziele und wir schalten sie dann aus. Ihr vermögt darauf zu spielen? Ich lernte ein paar Akkorde, als ich jung war. Wann wart ihr denn jung?